Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte auf den Marsch, Version 1.3. Wir pressen jetzt Ball und machen die entsprechend zu. Mit Folie einwickelt, dass sie da raus wird. Ja, wir haben hier noch ein bisschen was vor uns. Die Tiere sind soweit versorgt. Alles im grünen Bereich. Die Kühe müssten irgendwann Futter kriegen und Stroh. Aber noch haben sie. Die Schweine sind gut versorgt. Wasserpumpe aktiviert zur Not. Futter haben sie genug. Futter und Wasser genug. Hier oben wieder Sauberkeit. Warum da wieder Mist ist, weiß ich auch nicht. Aber gut, dann wollen wir schauen. Gesundheit der Tiere. 80%, das passt. Dann wollen wir mal schauen, was da so Mist macht, ne? Warum der Stall so negativ auffällt. Ja, ansonsten haben wir hier immer fleißig Gras pressen und so. Ansonsten müssen wir nicht weiter pressen. Ich warte noch ein bisschen ab, bis jetzt die Beine hier mit durch sind. Der eine spinnt ab und zu mal, dann bleibt man stehen. Ein bisschen mitfahren und dann mal schauen, gleich hinterher mit Ballen einsammeln. Was wir gleich machen können. Dann liegen die auch weg und dann können wir die entsprechend hier zum, die werden zum Hof fahren und sobald die Silage ist, werden wir die entsprechend in die Mischfutterfabrik reinfahren. Das ist aktuell voll, auch mit Mischfutter. Das finde ich perfekt. Wir haben jetzt im Prinzip mal ausgesorgt, das betrieben, aber wir müssen halt für den Winter Vorrat haben. Weil die erste Silage gibt es immer erst wieder im Frühjahr. Und gut, wir haben jetzt noch mit Mais, wir wollen dann ein bisschen auch noch silieren. Ist nichts, was wir jetzt unbedingt uns wohl Sorgen machen müssen. Ne? Wir müssen nur immer sehen, dass wir genug da haben. Dann sollten wir was kaufen. Das ist ja nicht unser, unser Ziel, das Futter zu kaufen, ne? So. Na gut, der Pferd, ich dachte schon wieder. Wieder Pause. Dann müssen wir ein Auge auf den werfen, ne? Weiß nicht, wenn wir einige fahren, einer, die wollen nicht so recht, ne? Ich weiß auch nicht warum. Ist halt so. Ich würde es ja verstehen, wenn beide spinnen würden. Dann würde man sagen, okay, das ist irgendwo ein Fehler im Spiel oder irgendwo ein Error oder sowas. Das kann ja natürlich alles sein, ne? Aber wenn einer nur das macht und der andere fährt weiter, keine Ahnung. Im Grunde müsste ich mal alle Mods rausschmeißen und dann im Prinzip ohne nur die Mods nehmen, die man wirklich braucht. So, muss man ehrlich mal sagen, muss man richtig ausmisten. Und halt, ja, okay, das Strohblatt löst sich bei Regen völlig auf. Oh, oh, Fruchtzerstörung. Da muss ich da vorne hochfahren, muss ich ganz rechts ranfahren. Na gut, was soll's. Hat er fast keinen Strom mehr zum Fahren, na ja, gut. Weil wir müssen das in Zukunft so gestalten, dass wir zwei Fahrzeuge haben zum Abfahren. Von nächstes Jahr werden wir gar nicht mal so viel, also ich rede jetzt vom Spiel, nicht vom Jahr, im Echt, gar nicht so viel Stroh haben. Wir werden nur auf da, wo Mais ist, kein Stroh machen können. Da, wo jetzt nur Raps war, Prinzip, da werden wir was machen können. Und da, wo Hopfen ist und wo Gras ist. Die Grasfelder werden wahrscheinlich Getreidefelder. Also wahrscheinlich. Also nicht alle, aber ein Teil. So, hier, wo Raps war, kann man Getreide machen. Die beiden Felder. 2 und 15 bei der Getreide. Da werden wir wahrscheinlich Raps oder Soja oder keine Ahnung. Irgendwas anderes. Nur kein Getreide. Getreide geht nicht. Und da, wo Mais ist, geht auch kein Getreide, weil Mais
zählt hier zu der Sorte der Getreidesorten. Ist ja eigentlich Getreide in dem Sinne, aber als Korn, ne? Ist ja so. So, das müssen wir hier zwischenlagern, weil das ist noch kein. Ich meine, für Heuballen ist es schlecht. Weil die lösen sich auf. Müssen wir mal drüber fahren, dass ich die Heuballen nimmt. Hoffen wir, nimmt da kein Gras. Obwohl er die voll ist. Bei Heu müsste eigentlich nehmen normalerweise. So. Hat er sich die Heuballen geschnappt? Einen auf jeden Fall. Da hat die Anna hat er auch geschnappt. Okay. Dann ist es Heu verarbeitet. Denn sonst haben wir das Problem, dass wir Verlust haben. Ne? Also es sind zwar nur zwei Ballen, aber wäre schade, wenn die sich auflösen würden. Ne? Denn wenn man so Strobe beobachtet, ist gewaltig, was weggeht. Hier ist eine schöne Kante. Das werden wir hier mal zwischenlagern. So. Na, Leiter, machst Probleme? Ja, ein bisschen, aber gut. So, fahren wir zurück. Der Regen hat aufgehört. Jetzt haben wir es 14 Uhr im Spiel. Das heißt, heute würde es mit der Ernte sowieso nicht werden. Macht auch nichts. Wir machen Gras fertig. Ernte geht sowieso nicht, ist noch nicht reif. Wir machen Gras. Da steht schon einer. Blocking. Einer ist fertig. Stroh ist. Leider haben wir nicht mehr viel gekriegt. Na gut, okay. Ist halt so, ne? Aber wir haben ein Lager voll. Und Mischfahrerfabrik ist voll. Pferdefabrik ist voll. Mehr oder weniger. Das ist schon okay. Oh, Mann. Junge, der Straßenbau ist hier ein bisschen steil geraten. Ob das so nach Bauvorschrift ist? So, Stroh ist komplett runter, ne? Ja, gut, was soll's. Ist aber okay. Also wir haben ja eigentlich ganz gut Gas gegeben mit Stroh. Den wollte ich eigentlich entlassen, weil sonst kommt dauernd die Meldung Blocking und das will ich nicht sehen. Da muss ich die anderen beiden reservieren, ne? Leider nicht mehr viel, ne? Also leider abgeerntet. Jetzt Getreide, müssen wir sehen, wo nicht mehr reinbringen. Entweder da könnte man auch Gras einsehen. Bearbeiten beide. Gras könnte man einsehen. Theoretisch. Oder Raps oder Soja. Nicht ausmachen. Aber das entscheiden wir erst später. Das ist nicht so wichtig. Erstmal wird die Ernte gemacht und dann sehen wir weiter. Die Grasfelder müssen eh noch einmal nochmal nach Möglichkeit geerntet werden. Das müssen wir ja leicht düngen. Und dann sehen wir weiter. Mm-hmm.
Das ist eine Graslandung, geht zur BGH. Zur, ja, zur zweiten oder zur ersten, ist mir egal. Die werden die anderen entsprechend mit Mais beliefern, also die anderen entsprechend mit Balma. Ich muss eh das Silo voll kriegen, ne? Wenn morgen die Ernte noch nicht beginnen kann, dann werden wir Mais machen. Im Spiel, also im Tag, also hier. Oh, und dann schauen wir. Hopfen und so, das ist ja nicht das Problem, das können wir ja nebenbei machen. Hoffe ich jedenfalls. Aber wir haben noch viele Wiesen zu machen, das muss man dazu sagen. Die Wiesen haben immer Vorrang, weil ich will sehen, dass ich immer noch einmal Gras ernten kann. Müsste ja theoretisch noch machbar sein, in 6 Tagen, dass das überhaupt wächst. Ne? Aber im Winter gehen wir um auf 3 Tage. Dann werden wir höchstens bei der Ernte auf 1 spielen, tagsüber. Das ist dann. Jetzt steht der oder was? Oder? Ne, Pferd. So. Das sieht gut aus. Dann gehen wir gleich bei. Und mähen Nummer 24. Da, wo der Regen aufgehört hat, können wir jetzt mit neuen Regen an. Ah. Wann? Hier steht nichts von Regen. Oh, Wasser. Immer erkältet hier, ne? Kein Wunder, Husten haben. So, wir haben gleich die erste Wiese, schnappen wir uns hier. Das ist die Wiese Nummer, keine Ahnung, 24. Wir müssen mal Kurs gucken, ob wir einen Kurs haben. Haben wir eigentlich normalerweise. So. So, Kurs mähen. Gras mähen, ja. Das ist ein Ordner. Düngen, ja. Gras mähen. Düngen, düngen, düngen. Das ist 25, ich brauche 24. 24. So, den erstmal den alten Kurs löschen. So, ersten Wegpunkt ist da vorne. Und einstellen. Jetzt, nächste gehen auf 25. Das ist Dünger. Haben sie tun. Ja, das. Die Sonne-Sprünge dürfen normalerweise gar nicht passieren. Im Grunde muss das Ganze geschehen mit dem Gefälle nach hinten gemacht werden. Also weniger Prozente in der Gefälle ist halt so. Müsste man korrigieren. Zumindest einen neuen. LS21. Weiß nicht, ob das viel Arbeit machen würde. Aber er weiß ja, wenn er das andere Spiel macht, hier Transportfieber, wie den heißt hier, ne? Ja, da ist jetzt ja in den Gleisbaus von vornherein gewisse Dinge eingeschränkt, weil von der Physik her ist es so, dass gewisse Steigerungen im Zug nicht fahren kann. Und so ist auch mit den LKW und Traktoren. Die Straße ist ja, muss ja die Fahrzeuge, die zugelassen sind, auch aufnehmen können. Das heißt, in dem Falle wäre das so, ein Traktor ist gut, ein PKW auch. Vielleicht und für einen LKW, der eine zugelassene Länge hat, wird er Probleme haben. Und das ist dann
Würde nicht funktionieren, ne? So gibt es auf dem Bau auch Vorschriften. So gibt es auf dem Straßenbau Vorschriften. Natürlich kann ich nicht sagen, wie viel Prozent da wäre, aber. Und ich weiß es sicherlich auch nicht, aber sie will jetzt irgendwo da was geben. Und dann. Er müsste nur fahrbar machen, also theoretisch vom Gefälle weniger. Aber er fährt ja selber, also ihm fällt er nicht so auf, so Feld 25. Warum ist Archivverband aktiviert? Also egal. Da muss ich vorfahren, weil er nämlich ausklappt und dann hängt er sich am Geländer fest. Da kann es theoretisch Probleme geben, ne? Er hat es gepackt. Gut. LKW. Wo ist er? Schon wieder Fause. Ja, er kriegt sich abgeladen. Also mit Abfahren haut er nicht hin. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. Wir machen gleich weiter hier auf Laufriefen Marsch. Dann machen wir kurz mal Winke-Winke. Tschüss.